Im heutigen Video wird es spannend und wenn euch interessiert, welche spannenden Bücher ich so zuletzt gelesen habe, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es nur um Thriller oder Spannungsromane, die ich so in letzter Zeit gelesen habe. Und ja, ich würde auch sagen, wir starten direkt mit dem ersten Titel, dass es nicht ganz so lange wird heute das Video. Und ich habe im Rahmen der Rache des Subs Reihe jetzt endlich lesen müssen, The Wife von Holly Overton und Schütze, wen du liebst. Und oh mein Gott, war das gut. Also wir starten direkt mit einem richtigen 5-Sterne-Highlight für mich. Die Autorin, die hat mich ja schon mal begeistert mit Baby Doll. Der Thriller, der eben da geendet hat, nee, der da begonnen hat, wo andere enden, eben mit der Rettung des Opfers und wie sie damit zurechtkommt. Und ich habe erst nicht verstanden, warum dieses Buch so lange auf meinem Sub lag. Jetzt weiß ich es aber wieder, weil ich nämlich mich beim Klappentext verlesen habe. Es geht nämlich um eine Frau, Christy heißt sie, und sie arbeitet als Pressesprecherin in einem Hochsicherheitstrakt. Und ich habe auf dem Klappentext gemeint herauszulesen, dass sie etwas mit einem Gefängnisinsassen anfängt und auf ihn quasi reinfällt. Und das finde ich eigentlich ziemlich dämlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, okay, wo die Liebe hinfällt, aber das sind alles verurteilte Mörder, die darauf warten, die auf ihre Hinrichtung warten und sie ist halt da Pressesprecherin. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn es dann schon so angeht, dass sie da mit so einem Ass anfängt und dann müsste sie es doch eigentlich besser wissen und habe gedacht, dass die Protagonistin etwas dümmlich ist, wollte das Buch aber unbedingt lesen, weil eben Holly Overton drauf stand, also weil ich die Autorin halt sehr mag. Oder sie mich zumindest mit einem Buch schon mal sehr begeistern konnte. So, jetzt habe ich endlich mit dem Buch halt angefangen und habe das dann auch gelesen. In 2 Tagen hatte ich das durch und das war wieder so ein Buch, das musste ich dann mit Streichhölzern in den Augen in der Nacht gar durchlesen, weil ich sonst hätte nicht schlafen können, weil mein Gedankenkarussell sich so gedreht hat und ich mir nur gedacht habe, was mag jetzt noch kommen. Eigentlich geht es nämlich tatsächlich um Christy eben, aber sie fängt nicht etwas an mit einem Mann aus dem Hochsicherheitsgefängnis, sondern sie lernt einen Mann außerhalb des Berufs kennen, halt im wahren Leben halt, ne? Genau. Und sie braucht auch lange, um sich auf den einzulassen. Sie ist alleinerziehende Mutter und kümmert sich eben auch noch um den Vater, der halt auch krank ist. Und der Sohn, der ist ein Teenager. Und es ist halt sehr schwierig für sie. Sie kämpft halt, sie mag auch ihren Job überhaupt nicht, weil ich meine, es kann einen schon runterziehen, wenn man da so als Pressesprecherin dort arbeitet. Man konnte auch sehr, sehr viel lernen eben über ihren Beruf. Und ja, sie mag ihren Job nicht und würde eben alles für ihre 2 Männer tun, also ihren Sohn und ihren Vater. Und trotzdem lässt sie sich dann eben eines Tages auf den neuen Lance, heißt er, auf Lance ein. Und ja, und er ist halt, er gibt ihr Halt, er ist sympathisch, er verspricht ihr das Blaue vom Himmel. Und sie lässt eben langsam ihre Mauern fallen. Und nachdem die beiden dann geheiratet haben, zeigt er sein wahres Gesicht und ich kann euch versprechen, das ist auf jeden Fall kein schönes. Und wie sie damit zurechtkommt, wie sie damit umgeht, das ist es, worum es in diesem Buch geht und es war so gut. Also wir lernen auf jeden Fall vom Setting her ihre eigene Situation kennen, ihren Vater, ihren Sohn, wie sie ums Überleben kämpft und wie sie ihr Job, den sie halt nur für ihre kleine Mini-Familie hat natürlich, wie sie den eigentlich überhaupt nicht mag, weil ja, sie darf sich Tag für Tag zu Tode Verurteilten unterhalten. Sie darf dann bei den Hinrichtungen dabei sein und so weiter. Und dass das einen echt kaputt machen kann und runterziehen kann und dass man diesen Job nicht mag, kann ich absolut verstehen. Aber es ist halt ein relativ sicherer Job und so switchen wir immer zwischen Privatleben und Job hin und her und man macht sich eben auch so seine Gedanken
wie man eben selber so zur Todesstrafe steht und so weiter und so fort. Fand ich sehr gut. Und es passiert so viel auf so wenigen Seiten. Und bei der Hälfte des Buches habe ich mir gedacht, was kann jetzt noch passieren? Was soll jetzt noch passieren? Ich muss das Buch zu Ende lesen. Ich muss jetzt wissen, wie das ausgeht. Und ich hoffe einfach nur, dass es gut für Christy ausgeht. Denn man kann schon auf dem Klappentext sich denken, dass Lance ein richtiges Arschloch ist. Und dass er, ja, was er tut für einen Psychoterror auch mit ihr und wie sich das Ganze zuspitzt. Es ist so krass. Ich habe so eine Wut im Bauch gehabt. Ich wollte das Buch nehmen und mit vollem Karacho an die Wand klatschen, weil ich so wütend war. Und ja, das Buch ist auf jeden Fall alle für Fans, die gerne... Das klingt falsch, ne? Aber die gerne eben Bücher über solche Psychopathen lesen, die eben auch Psychoterror mit ihren Frauen veranstalten und so weiter und so fort. Wer zum Beispiel Saving Grace mochte, der wird hier mit diesem Buch auch glücklich. Und mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, war ein absolutes Highlight in letzter Zeit. Dann habe ich als Hörbuch gehört über BookBeat. Tu es, tu es nicht. Das ist so eine kleine von S.J. Watson. Ich habe von ihr ja das blaue Buch, Ich darf nicht schlafen, eben auch schon gelesen und ich habe das damals geliebt. Ich fand das so gut, das war genauso die Konstellation, die mir so gefällt. Ich weiß nicht, ob mir das heute immer noch so gefallen würde, weil mittlerweile habe ich viele Bücher dieser Art gelesen, aber dieses Setting eben, ich glaube, die hat so ein Kurzzeitgedächtnis gehabt, das ein kaputtes Kurzzeitgedächtnis gehabt, dass immer wenn sie eingeschlafen ist, war ihr Gehirn eben wieder gelöscht. Ja, und das fand ich so eine gute Konstellation und habe mich total jetzt auf den zweiten Band gefreut und habe aber damit so lange gewartet, weil ich da so einige negative Stimmen gehört habe und die habe ich tatsächlich auch. Das Buch zu hören hat mir richtig Spaß gemacht. Es geht hier um, wie heißt sie gleich wieder? Ja, weil der Klappentext, der gibt ja gar nichts her und ich habe ein ganz, ganz schlechtes Namensgedächtnis, würde die aber gerne beim Namen nennen. Ich bin super vorbereitet. Julia. Genau. Es geht um Julia auf jeden Fall. Sie ist verheiratet und sie hat einen Ziehsohn. Sie hat nämlich den Sohn ihrer Schwester irgendwann mal aufgenommen, weil die Schwester mit ihrem Leben nicht zurechtgekommen ist. Und ja, die Schwester an sich, die ist Künstlerin und eines Tages wird die ermordet eben aufgefunden. Und das zieht Julia den Boden unter den Füßen weg. Also sie hat ihre Schwester geliebt und sie will unbedingt den Mörder ihrer Schwester finden. Und ja, ansonsten ist sie eigentlich glücklich verheiratet und den Ziehsohn, die liebt sie, als wäre es ihr eigener und so weiter und so fort. Aber sie ist regelrecht besessen davon, den Mörder halt zu finden. Und es ging richtig stark los, es ging gut los und dann hat es mich nur noch genervt. Also die Geschichte an sich, wie beschreibe ich das, ohne dass ich spoiler? Aber bei der Suche nach dem Mörder ihrer Schwester stößt sie, ich denke, das kann man verraten, stößt sie auf ein Datingportal. Und sie trifft eine dumme Entscheidung nach der anderen. Und ich meine wirklich dumm. Richtig blöd. Und das zieht dann so eine Kettenreaktion nach sich. Und die Geschichte an sich ist wirklich sehr, sehr spannend. Aber diese Spannung kommt nur aufgrund dieser dummen Entscheidungen. Und ich habe mir nur gedacht, was bist du für ein... Oh, wie kann das sein? Ne? Also diese Protagonistin, die hat mich so aufgeregt, permanent. Und dann hat sie wieder was getan und ich habe mir gedacht, warum? Warum bist du so bescheuert einfach nur? Ne? Genau. Dann, es hat einen sehr spannenden Verlauf gehabt, deswegen habe ich das Buch auch nicht abgebrochen. Ich fand den Schreibstil auch gut. Und dann muss ich aber ganz klar sagen, als das Buch dann zu Ende war, war ich richtig sauer. Da war ich richtig sauer, weil das Ende war für mich offen. Also es hätte so oder so ausgehen können und das konnte ich mir aussuchen als Leser und das wollte ich einfach nicht. Ich möchte, also es gibt Bücher mit offenen Enden, da passt es irgendwie, aber hier wäre es irgendwie, als hätte
das Buch dann im Finale dann aufgehört. Also man wusste schon die Auflösung, aber wie es dann ausgeht, wusste man eigentlich nicht. Und das hat mich so massiv gestört. Und ja, das Buch hat 3 Sterne von mir bekommen, weil ich die Geschichte trotzdem spannend fand. Ich würde aber sagen, so eher schlechte 3 Sterne, so Tendenz zu 2 Sternen hin. Ja, fand ich ein bisschen enttäuschend, das Buch auf jeden Fall. Das blaue Buch, Ich darf nicht schlafen, es ist auch verfilmt worden. Ich glaube, der Film soll aber nicht sehr gut sein. Und ja. Dann habe ich ein Buch gelesen, da habe ich sehr, sehr, sehr drauf gewartet. Und zwar den 2. Teil von Auris, Die Frequenz des Todes von Vincent Cliche und Sebastian Fitzek. Und ich weiß, dass Fitzek jetzt mittlerweile viele Leser mögen ihn nicht mehr so gerne, weil er halt schreibt, wie er schreibt und viele das halt einfach nicht mehr sehr an den Haaren herbeigezogen finden. Ich bin nach wie vor ein Fitzek-Fangirl, muss ich dazu sagen. Ich lese alles von ihm. Ich mag seinen Schreibstil, ich mag die locker leichte Art. Mich stört es nicht, dass immer Kinder verschwinden. Finde ich, es ist halt so, finde ich okay. Und mir gefallen die kurzen Kapitel, also diese ganzen Markenzeichen finde ich gut. Und ja, ich bin da wirklich sehr anspruchslos bei ihm, finde ich. Ich weiß, was ich bekomme. Das ist für mich wie nach Hause kommen. Ich möchte das. Ich möchte eine kurzweilige Unterhaltung. Und muss aber auch sagen, dass seine Geschichten, muss man fairerweise sagen, nicht lange im Gedächtnis bleiben. Ja, genau. Also mir fällt es ein bisschen schwer, über das Buch zu reden, weil ich ja nicht spoilern will. Es geht ja in dem ersten Band um den Phonetiker Hegel, der im Gefängnis sitzt. Und es geht um die Podcasterin Jula. Und auch im 2. Teil bin ich über diesen Namen ständig gestolpert, weil ich immer Julia sagen will. Jula, das klingt im Gehirn schon, das geht einfach nicht gut von der Hand. Das ist ein total unglücklicher Name. Ja, auf jeden Fall, sie ist vergewaltigt worden in der Vergangenheit. Und sie ist auf der Suche nach dem Vergewaltiger. Und irgendwie will man ihr einreden, dass diese Vergewaltigung niemals stattgefunden hat. Und sie ist aber auch auf der Suche nach ihrem spurlos verschwundenen Bruder. Genau, und dabei stößt sie eben auf, also deswegen hat sie so einen True Crime Podcast gegründet, der sehr, sehr erfolgreich ist. Und dann gibt es eben den Phonetiker Hegel, der aufgrund einer Sache im Gefängnis ist, die sie nicht so ganz glaubwürdig findet und diesen Fall genau aufklären möchte. Darum geht es so im ersten Teil. Und dann spitzt sich das dann immer mehr zu und dann hat man natürlich eine Auflösung. So, im 2. Teil, ich spoilere natürlich nicht, geht es um einen anderen Fall. Und zwar geht es darum, dass ein Hilferuf, ein sehr dürftiger Hilferuf, eingeht bei der Feuerwehr und man hört eben nur, ja, mein Baby ist fort, alles ist voller Blut und weiß nicht, was da los ist und dann bricht eben die Verbindung ab. Und jetzt ist es so, dass die Polizei eben sich erhofft, dass Hegel weil er ja Phonetiker ist und er ist ein sehr grandioser Phonetiker auf seinem Gebiet, dass er da mehr heraushören kann. Und er holt aber dann Jula wieder mit ins Boot. Und das ist so der Fall. Also im Endeffekt, also die Geschichte der beiden, die spinnt sich auch wieder weiter. Ich denke, dass die Reihe auch noch länger geht. Es wird definitiv auch einen 3. Teil geben. Und wir haben hier auch wieder das. Man ist in der Geschichte sofort drin. Die Kapitel sind meistens relativ kurz. Die Kapitel enden spannend. Ich hatte das an einem Tag durch. Das geht so schnell und flüssig zu lesen. Und ja, es war halt natürlich wieder ein verschwundenes Kind. Es ging um das Baby. Aber ich fand es wieder spannend. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich fand es klasse und ich freue mich sehr auf den 3. Teil. Auch den möchte ich wieder lesen und ja, ich mag die beiden Autoren einfach sehr, sehr gerne. Und ja, ich freue mich auch jetzt schon auf den Herbst, weil ich glaube, da wird auch ein neuer Einzelband wieder von Fitzek erscheinen. Ich glaube, Heimweg oder so heißt der. Ja, finde ich auf jeden Fall auch gruselig, auf den Heimweg überfallen zu werden. Ich freue mich sehr drauf und ich freue mich auch auf nächstes Jahr, wenn es dann hoffentlich mit dem 3. Band weitergeht. Ich hoffe auch, die Reihe ist erfolgreich, weil ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich
möchte unbedingt wissen, was es mit Julas Vergangenheit und ihrem Bruder und so weiter auf sich hat und mit Hegel und keine Ahnung. Ja, sehr toll. Dann geht es für mich, geht es weiter mit einem über ein Überraschungshighlight. Hätte ich niemals gedacht und ich wollte mir das auch nicht holen. Aber ich glaube, ich habe das bei der Maike von Maike und Anja, Books Rent Forever, habe ich das gesehen in irgendeinem Neuzugänge-Video oder sowas. Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht. Und zwar habe ich mir geholt Miracle Creek von Angie Kim und wollte das auch direkt lesen. Und das Ding ist nämlich, ich mag Geschichten, wo man eine Kerngeschichte hat, ein Verbrechen oder ein Prozess oder irgendwas. Und dann will man herausfinden, was es damit auf sich hat. Und alle Zeugen oder alle Beteiligten, die da irgendwie involviert sind, haben alle Dreck am Stecken und man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist und wer der Schuldige ist und was wirklich passiert ist. Sowas liebe ich ja. Sowas hat man, ich bin ja auch ein großer Fan von Desperate Housewives damals gewesen und da hat man ja auch diese Konstellation gehabt und solche Geschichten mag ich. Und ich glaube, Geheimnisse der Nacht heißt der Thriller, glaube ich, ne? Wo man auch so 5 Frauen hatte und eine ist tot aufgefunden worden oder so. Ich liebe solche Geschichten und wenn ihr da mir noch mehr empfehlen könnt, schreibt es mir auf jeden Fall in den Kommentaren. In dem Buch geht es nämlich eine furchtbare Tragödie und zwar ist ein Sauerstofftanker, jetzt muss ich nochmal gucken, wie das heißt, ein U-Boot ist untergegangen, so ein Sauerstofftanker. Es gibt auf jeden Fall so eine Sauerstofftherapie, wo eben Menschen, die benachteiligt sind und oder Behinderungen haben oder Autismus haben oder, wo es halt helfen kann, dass wenn die Sauerstoff, reinen Sauerstoff einatmen, dass sich da eine Besserung oder eine Linderung eben einstellt. So, und dieser so ein Tanker, so ein Sauerstofftanker ist eben in die Luft gesprengt worden oder ist in Flammen aufgegangen, ist explodiert und dabei sind eine Mutter und ein Kind tragisch ums Leben gekommen und diverse andere Personen wurden auch schwer verletzt. Es gibt eine Schuldige, die ist angeklagt und ein Jahr nach diesem Vorfall findet der Prozess statt und dieser ist das Buch ist auch in die einzelnen Prozesstage aufgeteilt. Ja, und dann gilt es natürlich herauszufinden, durch Befragung nochmal und durch dieses Gerichtsverfahren, was ist damals wirklich passiert. Es geht darum, die Schuld von Elizabeth zu beweisen, denn sie ist ja ganz klar schuldig. Ihr Sohn, ihr autistischer Sohn ist dabei ums Leben gekommen und man legt ihr eben zu Lasten, dass sie dieses Teil da angezündet hat, damit sie eben sich nicht mehr um ihren Sohn halt kümmern muss, ne? Und so weiter und so fort. Und man stellt Befragungen an und man stellt fest, dass jeder in diesem Buch irgendwas zu verbergen hat oder dass irgendwas im Argen liegt. Da gibt es den Mitarbeiter, den Arzt mit. Und dann gibt es die Betreiber dieses U-Boots und die bestehen ja auch aus 3 Personen. Die kommen aus Korea und die haben auch ihre ganz eigene Vergangenheit. Also den Inhaber und seine Ehefrau und seine Teenager-Tochter, die da auch mitzuwirken hat. Dann die Mutter, die da regelmäßig vorbeikommt mit ihrer behinderten Tochter und so weiter und so fort. Und wie gesagt, jeder hat da irgendwas und ich wusste nicht, ich habe mir immer gedacht, ah, jetzt weiß ich's, du bist schuld aufgrund dieses und jenes. Und dann war das Kapitel zu Ende und dann ging es weiter, nee, du musst schuld sein, der da war es gar nicht, das war die und die und oder der und der und ach, keine Ahnung. Es war so gut und ich hatte auch ein bisschen Bedenken, ob ich mit diesem wissenschaftlichen so zurechtkomme, mit dieser Sauerstofftherapie und bla und blub. Aber das wird super erklärt und was die Autorin wirklich drauf hat, sie hat das richtig bildhaft gemacht. Also ich bin ja Laie und ich habe niemals irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich mich nicht auskennen würde. Im Zweifelsfall gab es Skizzen,
wo genau erklärt war, wer wie wo gesessen hat, wie das vorgegangen sein muss und. Und das fand ich richtig gut gemeistert und gelöst und hat mir gut gefallen. Ich muss auch sagen, das ist jetzt kein Buch gewesen für mich, wo man mal eben leicht durchlesen kann. Ich war auch zum Teil ein bisschen frustriert, weil ich wenig Zeit für das Buch hatte. Ich habe da wirklich fast eine Woche dran gelesen und das ist für mich sehr lange. Ich lese normalerweise nicht länger als 3 Tage an einem Buch und wenn ich länger als 3 Tage brauche für ein Buch, dann nervt mich das Buch schon und dann will ich das eigentlich, dann habe ich schon gar keinen Bock mehr eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Außer bei Hörbüchern, das ist was anderes, da höre ich länger dran, da kommt es drauf an. Und das ist aber ein Buch, das liest man nicht eben mal so, wenn man Kinder um sich rum hat oder so. Da braucht man wirklich mal eine halbe Stunde bis Stunde einfach Ruhe, damit man da reinkommt und mit Rätseln kann und diese Atmosphäre auf sich wirken lassen kann, weil wir haben die verschiedenen Perspektiven und die sind nicht in der Ich-Perspektive geschrieben. Also man muss sich da schon konzentrieren und so einfühlen und so ein bisschen affin sein. Und jetzt ist jetzt auch das Format jetzt auch nicht so, ich würde jetzt nicht sagen kleine Schrift, aber auf jeden Fall ist es kein Buch, das man mal eben schnell in einem Rutsch liest. Also man muss da schon nachdenken. Genau, ich bin auf jeden Fall froh. Es war halt auch lustig, weil ich habe das ja bei der Maike gesehen. Und ich wusste dann gleich, ratter, 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 Annika hat das schon gelesen. Und dann habe ich eben so gefragt, ist das was für mich? Und sie hat dann gleich gesagt, ja, das ist was für mich. Und ich bin sehr dankbar. Und es wird auch mein Buchregal nicht verlassen. Hatte ich echt Bock mal auf so eine Geschichte gekauft und direkt gelesen. Ja, und dann kommen wir zum letzten Überraschungshighlight. Ja, und zwar habe ich gelesen von Blake Crouch, Gestohlene Erinnerung. Und dieses Buch wäre ja fast hier nicht eingezogen bei mir. Das hier ist auch ein Rezensionsexemplar, habe ich vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Und erstens finde ich das Cover furchtbar und zweitens geht es ganz klar um ein Science-Fiction-Thema. Und ich bin ein Mensch, ich kann mit Science-Fiction einfach nichts anfangen. Mir fehlt dafür die Vorstellungskraft. Es ist schwer, ich kann mich da nicht hineinversetzen. Bei Quantenphysik und keine Ahnung was oder neuen Erfindungen, da hört es bei mir einfach auf. Und ja, alles, was so Science Fiction ist, ist einfach nicht meins. Aber Blake Crouch hat mich schon mit Dark Matter sehr beeindruckt. Und die Wayward Pines Trilogie, die war ja auch episch. Also die hat mir so gut gefallen. Und es war ja auch ein Highlight 2019 auf jeden Fall für mich. Oder was 2020? Ich weiß nicht mehr, wann ich es gelesen habe. Auf jeden Fall nach Erscheinen. Und ja, deswegen habe ich mir dann, ich bin dann eh schon drum rumgeschlichen. Aber ich habe mir gedacht, das kann nichts für mich sein. Und die Annika hat dann gemeint, ich muss das lesen. Ich verlinke euch auch mal ihren Facebook Thriller-Blog. Auf jeden Fall in der Infobox. Thrill Junkies, schaut da unbedingt mal rein. Genau. Aber es ist halt ein Facebook-Blog, ne? Ja, jetzt komme ich mal hier zu diesem Inhalt. Es geht nämlich um Helena. Helena, ne? Und es ist aber auch sehr, sehr schwer, diesen Inhalt wiederzugeben, muss ich wirklich sagen. Es ist eine Rezension, die fällt mir gerade wirklich schwer. Weil, ja, mir fehlen da wirklich die Hirnwindungen einfach, um darüber zu sprechen, glaube ich. Es geht auf jeden Fall um eine Erfindung. Und es geht um eine dubiose Krankheit, die momentan Einzug hält in New York. Und zwar heißt es, wie ist da die Abkürzung, EPM oder sowas. Also Menschen wollen sich halt das Leben nehmen, weil sie irgendwie mit ihren Erinnerungen nicht zurechtkommen oder diverse Erinnerungen haben, die nicht mit dem Leben übereinstimmen, irgendwie so, ne? Und das ist ein bisschen dubios und man tippt drauf, dass es eine Pandemie ist. Ja. Genau. Also was es jetzt mit diesem Buch da, also mit dieser Erfindung auf sich hat, was es mit diesen gestohlenen Erinnerungen auf sich hat und ja, das ist es schlussendlich, worum es in diesem Buch geht. Und ja, es tut mir leid, dass ich so in Rätseln spreche, aber diese Rätsel, die hatte ich eigentlich auch das ganze Buch über. Also das halbe Buch über habe ich mir gedacht, wusste ich nicht, gefällt mir das Buch jetzt oder möchte ich das einfach abbrechen? Weil ich hatte nur Fragezeichen über Fragezeichen über Fragezeichen und
konnte auch nicht immer so richtig greifen, was denn hier jetzt los ist. Ich fand aber den Werdegang von Helena und die Erfindung, die sie gemacht hat und wie sie zu dieser Erfindung kam und wie sie erforscht hat, fand ich wahnsinnig spannend und interessant gemacht. Und das wollte ich eben gern lesen. Und das wird auch dann immer mal rasant und man muss sich so konzentrieren und überlegen. Und es war sehr, sehr schwer für mich zu greifen. Und dann gab es immer mal Aha-Momente. Aha, das ist jetzt so und so. Und ich habe mich die ganze Zeit wie so eine Rätsellöserin in so einem Escape Room gefühlt, wo man ständig überlegt, aha und wie könnte das jetzt sein? Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und schlussendlich hat es mir aber sehr gut gefallen. Und es hat mir auch mal wieder gezeigt, dass wir Menschen einfach nicht für gefährliche Erfindungen auch geschaffen sind. Und ja, dass man einfach auch nicht jede Erfindung braucht. Und es ist zwar wichtig, dass die Forschung halt immer weitergeht, aber Erfindungen können so gefährlich sein. Die Erfindung an sich ist aber für mich irgendwie immer noch nicht so richtig greifbar, muss ich tatsächlich sagen. Das ist mir einfach so ein bisschen zu hoch, was denn die gestohlenen Erinnerungen sind. Deswegen hat es auch nur 4 Sterne von mir bekommen. Aber den Weg dahin und dieses ganze Buch fand ich wahnsinnig spannend. Und Menschen, die gerne Thriller lesen und Science-Fiction lesen und Spannung lieben. Also ich werde jetzt nicht in dieses Genre einsteigen, aber Blake Crouch, der ist eindeutig mein Mann, wenn es darum geht, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Definitiv. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut und hatte auf jeden Fall Lesespaß mal der anderen Art. Ja, das war es eigentlich auch schon, was ich euch heute hier so gezeigt und vorgestellt habe. Sagt mir unbedingt mal, habt ihr diese Bücher, die ich euch heute gezeigt habe, schon gelesen? Ich finde ja, alles in allem war das ein sehr, sehr toller Lesemonat ist es ja nicht, aber sehr spannende Bücher, die ich so in letzter Zeit verschlungen habe. Ja, verratet mir unbedingt wieder eure Highlights und vielleicht auch eure spannenden Bücher, die ihr so in letzter Zeit verschlungen habt. Das interessiert mich immer wieder sehr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben, abonniert mich fleißig und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!